Ich letztes Mal schon angekündigt, ich wollte über Spider-Man, die ersten Spider-Man-Filme reden, die ersten drei Filme, die rausgekommen sind. Das 2000, 2004 und 2007, glaube ich. Und es gab nämlich 80er Jahre, die grottig waren. Da muss man nicht darauf eingehen, die Filme waren gar nicht richtig regulär gewesen, die waren schrottig gewesen. Also, wie gesagt, das ist mit Tobey Maguire der erste Film gewesen. Das ist das. Der Film habe ich da auf DVD, Doppel-DVD sogar. Sehr schön. Mit Booklet und zwei DVDs drin. Das ist der Film Gnome. Und zu dem Film. Also, der Film ist ganz okay, finde ich. Was mich an dem Film stört, ist vor allem irgendwie, Peter Parker kommt irgendwie so ein bisschen langsam, langweilig rüber, finde ich. Also, das ist so, wie gesagt, also ich fand Andrew Garfield richtig cool, so richtig Charakter gehabt und der war ein bisschen trocken, fand ich, weil damit Kostümeffekte super gemacht. Aber ich fand den Darsteller halt nicht so toll als Peter Parker, kann man sagen. Spider-Man und der Witz hat gefehlt, der Humor von Spider-Man gefehlt. Mary Jane, die war total wie so eine Klosterschülerin, hat der Pep gefehlt in den Comics irgendwie, dass sie dann so schlagfertig ist, frech ist und nicht so lieb ist irgendwie. Die kam auch ein bisschen rüber. Willem Dafoe fand ich als grüner Gnom, also das Norman Osterfeld super gemacht, aber an dem Film mich gestört das Outfit von den grünen Gnomen, die metallische, was den grünen Gnomen ausmacht in den Comics, ist die ganze Mimik, Gestik vom Gesicht, die Maske, die er trägt, die da spricht und so. Das macht viel aus. Wenn so eine metallische Maske hat, die bewegbar ist, hat den Film da runtergezogen, finde ich. Also der Film, ich würde sagen Note 3. Also ich fand, wie gesagt, Andrew Garfield, Filme finde ich besser als den. Deswegen der Film, der erste Film kann man gucken, Note 3 würde ich sagen. Also hat viel gefehlt an dem Film ein bisschen, ne? Das war Teil 1 halt. Aber es gab noch zwei weitere Filme. Teil 2, Steelbook habe ich sogar davon, Ländchen, kann man richtig cool, finde ich das. Das ist doch Doppel-DVD. Habe ich mir mal gegönnt irgendwie damals. Also ich habe keine Blu-ray davon, aber wie gesagt, Teil 2, perfekt. Das ist der beste Film von der ganzen Reihe, würde ich sagen. Super Schauspieler, vor allem Alfred Molino als Dr. Octopus, genial, super dargestellt, storymäßig, der Film war richtig top gewesen, nicht langweilig, gut gemacht. Der Film ist also, wie gesagt, Peter Parker ist ein bisschen nicht so toll, würde ich sagen, also ein bisschen der Humor fehlt da ein bisschen, aber trotzdem, der Film an sich, storymäßig, Action, Spannung, super. Das ist 8 Minuten länger, der Film, den ich auf Steelbook habe, schön glänzend, wie gesagt, das ist herrlich, oder? Das Glänzen, einfach nur cool, finde ich. Wie gesagt, mit Steelbook habe ich davon mal geholt und Teil 2 ist top, wie gesagt. Also Note, jetzt Peter Parker, deswegen zwei will ich den Note 2 geben, wegen Peter Parker. Aber so, Dr. Octopus 1A. Also wenn, ohne Spidey Peter Parker würde der Film 1 haben, wenn Octopus alleine wäre. Aber tolle Box, kann ich nur jedem empfehlen. Wie gesagt, ich bin davon auch die Blu-ray von, aber ich habe nur noch diese schön glitzernde Version. Einfach nur cool, finde ich. Hat was. Der Film ist also Note 2. Dann gab es Teil 3 noch, habe ich auch da. Doppelversion kann man rausmachen. Ja, schwarzer Dress von Spider-Man, auch mit Booklet, DVDs drin, schön zwei. Zu dem Film, der Film war sehr grottig gewesen, fand ich. Die haben jetzt die Venom-Story da reingeballert irgendwie, aber total Fehlbesetzung, finde ich. Erstmal, Venom ist ein muskulöser Typ, der ein bisschen groß ist, größer als Spider-Man, sehr muskulös ist Venom. Gibt es ja aktuell diese beiden Filme, da kann man sehen, wie der aussehen sollte, so ein bisschen größer und stämmig halt, nicht so, so ein Handtuch da, kann man sagen. Das war ein Fehler gewesen, fand ich, an Venom zum Beispiel. Die Story mit Peter da irgendwie war auch nicht so toll gewesen, ein bisschen arrogant war der gewesen, wo er erst dieses Venom-Virus da hatte und schwarze Spider-Man und so. Ich fand den Film nicht so toll. An dem Film, wie gesagt, da kam der Sohn von Harry Osborn da, Nachfolger von Grüne Gnome, da war da irgendwie so ein Skate-Ding da draus. Der Film war peinlich gewesen. Grüne Gnome, Harry Osborn als Grüner Gnome, Note 6, würde ich sagen. Venom, Note 6 auch. Und einzig guter Film war gewesen Sandman. Sandman war gut gemacht, gut umgesetzt. Der Schauspieler war glaubwürdig gewesen, die Rolle war glaubwürdig. Also Sandman ist das einzig Gute an dem Film. Verstehe ich, dass er jetzt Venom drauf ist, doch nicht Sandman drauf. Sandman bessere Cover gewesen, weil Sandman war ich die beste Darstellerin im ganzen Film, kann man sagen. Und deswegen war Teil 3 sehr enttäuschend gewesen. Teil 2 ist top, Teil 1, 3 und der hier halt, ich würde dem Film jetzt eine Note geben, irgendwie 4 minus, aber nur wegen Sandman. Wenn Sandman nicht wäre, es reines sechster Film. Das sind die ersten drei Spider-Man-Filme von 2000, 2004 und 2007, glaube ich. Und es gab noch welche vorher, 80er Jahre, die echt grottig waren. Könnt ihr mal googeln oder bei YouTube gucken. Die sind echt grauenhaft. Kostüme, Story. Da kämpft Spider-Man gegen Ninjas und so ein Schwachsinn damals, diese 80er Jahre. Ich habe es nie verstanden. Den Film dreimal gesehen, einmal gesehen, jeden Film einmal gesehen. Das einzige, da war ich damals im Fernsehen. Grottig und lass uns Freunde sein, nicht mehr kloppen. Der Film war so grauenhaft, so unblöd, einfach nur. Da gibt es auch so einen Film, glaube ich, noch, Fantastic Four von 94.
Das sah aus wie so ein Fanprojekt. Die Maske von Das Ding und Dr. Doom. Auch so ein grauenhafter Film gewesen von 94, Fantastische Vier. Das war auch so ein Fehlversuch gewesen. Also, was sie sich dabei gedacht haben, keine Ahnung. Aber der Film, wie gesagt, Teil 2. Wenn ihr Spider-Man gucken wollt, guckt nur Teil 2. Teil 1 und 3 auch, wenn ihr wollt. Aber der lohnt sich wirklich, der Film. Das ist echt toll. Ach ja, von innen noch. Hätten Dr. Octopus reinpacken müssen mit Booklet und so. Wäre schön gewesen, aber wie gesagt, das war Spider-Man, der mit Tobey Maguire.